Freunde, Schwestern! Ash ist fest entschlossen, ein Pokémon-Meister zu werden. Auf seiner Wanderung nimmt er jede Gelegenheit wahr. Wanderung ist ja auch mal eine kreative Bezeichnung. Außerdem, hey, wo hast du diesen Jubelball her, du Cheater? Ist das nicht ein irrer Tag? Die Sonne scheint, ist das ja, nicht super? Ja, aber während du hier die Sonne genießt, fängt dein Freund Gary immer mehr Pokémons. Pokémons, ah! Und gleichzeitig noch Pokémon fangen. Es triggert mich ja fast mehr als Pokémons, dass es im selben verdammten Satz danach richtig gesagt wird. Ganz furchtbar schreckliche Geister-Pokémon und die sehen so aus wie hässliche Monster. Taschenmonster sehen also aus wie Monster. Sehr überraschend. Ich brauche mehr Pokémon-Orden, Rocco. Und weil es in Azuria City eine Arena gibt, muss ich dahin. Sowohl der Zuschauer als auch Rocco wissen das bereits. Also warum erzählst du uns das nochmal? Da hatten sie wohl keine Zeit mehr, den Hintergrund zu Ende zu zeichnen. Ja, und ich bin Arenaleiter in Marmoria City gewesen. Ach so, und der Orden beweist das natürlich. Ist ja nicht so, als würde den jeder bekommen, der die Arena besiegt. Weißt du irgendwas über den Arena-Trainer hier? Arenaleiter. Arena-Trainer gibt's nämlich mehrere. Hab ich aus dem Pokédex. Diese Betonung. Meine Damen und Herren! Eigentlich ganz cool, die Mehrzwecknutzung einer Arena einzubauen. Was? Goldini, 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 Goldini. An der Stelle sei angemerkt, die Stimme von Goldini ist, sagen wir mal, besonders. Aber ich mag es. Tja, wir mussten fast alle unsere Pokémon ins Pokémon-Center bringen. Jetzt müssen wir keine Zeit mehr mit Kämpfen verschwenden. Wir haben viel mehr Zeit, uns hübsch zu machen, wie früher. Soll das heißen, ihr lasst eure Pokémon für immer im Pokémon-Center zurück? Na, ihr seid ja ganz großartige Trainer. Pikachu, was ist denn los mit dir? Hä, was? Soll das etwa heißen, du willst nicht gegen Misty kämpfen? Na schön, ist schon okay, dass du nicht gegen einen Freund kämpfen willst. Pikachu, du bist ein wahrer Freund. Pikachu. Okay, das ist schon irgendwie süß. Seit wann können sich Pokébälle autonom bewegen? Smetbo, du kannst dieses Ding mit einem Windstoß von der Plattform fegen. Tackle los! Du kannst dieses Ding mit einem Windstoß von der Plattform fegen und dann nicht Windstoß einsetzen. Ah ja. Oh nein, so wie es aussieht, hat Stern du wahnsinnige Schmerzen. Dein Pokémon hat ja nicht mal ein Gesicht, woher willst du das wissen? Ich weiß es, weil ich so etwas eben spüren kann, kapiert? Glaubst du ich etwa nicht? Ja, offensichtlich kannst du das nicht, sonst hättest du Misty nicht fragen müssen, woher sie das weiß. Auf welcher Seite stehst du eigentlich, Jurok? Das frage ich mich allerdings auch. Da hat Ash mal einfach in Sekundenschnelle, ohne seine Handposition zu ändern, den Pokéball um 180 Grad gedreht. Und schon wieder. Das arme Tauburger wurde beim Synchronisieren einfach vergessen. Starmie! Oh nein, Starmie ist völlig fertig, es hat keine Kraft mehr. Irgendwie mag ich den Einsatz der Musik da im Hintergrund. Entschuldigt, dass wir hier so reinplatzen. Gestattet uns, uns vorzustellen. Wir wollen über die Erde regieren. Jetzt nach einigen Episoden und wo klar ist, dass es damals immer Teil des Mottos war, muss ich auch mal das gestattet uns, uns vorzustellen loben. Verleiht dem Motto irgendwie mehr Stil. Außerdem, die hellblaue Rose ist mal eine schöne Abwechslung und steht James. Das ist unser Wasser. Richtig, ich sollte es euch zurückgeben. Schöner Spruch. Wir haben unseren Kampf gar nicht beendet. Ja, wo ich doch gerade dabei war zu gewinnen. Was? Was? Und so hatte Ash nun seinen zweiten Pokémon-Trainer-Orden bekommen. Ohne einen Kampf zu gewinnen. Und damit sind wir bei 14, was Platz 2 auf unserer bisherigen Rangliste ergibt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.